doch, doch, der Führer. So, einen wunderschönen guten Abend, Freunde. Ich habe richtig, richtig Bock auf den Song. Der wurde irgendwann mal geleakt. Ich habe keine Ahnung, wann der geleakt wurde. Und viele haben gedacht, der Song würde eigentlich Schwarze Yacht, glaube ich, heißen oder sowas, ne? Tatsächlich ist aber in der Hook, auch in der Hörprobe, die man gehört hatte, kam auch Tropicana vor. Das heißt, vor ein paar Tagen, als oder wann auch immer das öffentlich wurde, war eigentlich klar, dass der Song gemeint wurde, ne? Und ja, geil. Wir haben bis jetzt zwei Songs in dieser Konstellation. Das heißt, Raff featuring Hood Black. Das eine war eher so eine Drill mit, ich glaube, Jersey Club Mischung. Und der andere Song war, glaube ich, ein ja, chilliger Trap-Song. Und ich glaube, hier haben wir zum ersten Mal Ghetto House mit Hood Black. Also Raff mit Hood Black. Das könnte sehr interessant werden. 2 Minuten 12 ist sehr, ja. Ja, ich frage mich auch, wann sich das ändert, ne? Produziert von The Royals, Neil und Alex, Raff Kamara und The Krates. Video ist von Shao Casado und Mix ist natürlich von Menu. Digga, kann ich mir auch gar nicht mehr weg vorstellen, ne? Krass. Master von Lex Barkey, genau die gleiche Geschichte, ne? Gehen wir rein in Ghetto House. Schwarze Yacht in Wasser, Utka Tropicana. Man hört den Sound überall im Club, wir haben einen Sound überall im Club. Paar Maschinen mit mir, ich komm auf ihnen. Man hört den Sound überall im Club, wir haben einen Sound überall im Club. Woher das kommt oder hab's im Blut, wie James Bond mit Patatus. Ich glaub, deine Germans sind fantastisch gut, komm aus 5 aus, geh nach Randalus. Ich liebe diese Scheiße, Mann. Ja, ich habe diese ganze Kritik und so weiter an dem Album, ich habe die schon verstanden, ne? So viele vermissen halt, sag ich mal, diesen Storyteller-Raff, diesen, ne, über Probleme reden und so weiter und so fort. Aber das Ding ist halt einfach, wenn diese Leute so weit oben sind, ne, irgendwann ist auch mal gut, so, da wollen sie vielleicht einfach mal Spaß haben. Und ich glaube, an diesem Punkt ist er einfach. Das heißt ja nicht, dass nichts kommt. Wir haben vor 3 Tagen, und das Traurige ist, das hat irgendwie gefühlt keiner mitbekommen, wir haben vor 3 Tagen ein Exclusive bekommen von ihm, was deep war. So, wisst ihr? Also, es wird schon was kommen, so, aber ich verstehe schon, in was für einer Phase er gerade ist. Man hört den Sound überall im Club. Wir haben einen Sound überall im Club. Woher das kommt oder hab's im Blut? Alter, diese Yacht, was ist das? Ich glaub, deine German sind fantastisch gut. Komm aus 5 Haus, geh nach Andalusien. Ah, 5 Haus wird natürlich auch wieder erwähnt, selbstverständlich. Guapa aus Kuba, wie Ivana Santa Cruz. Nirvana? Was? Ivana Santa Cruz? Meint er diese... Nein, ist das die, die wir mal reacted haben? Boah, wie Nirvana Santa Cruz. Wenn ich sie nein. Bin ein X-W-W-W-W-D-D-D, das Platine. Bin der Kapitän. Dein Wort, du bist wieder ein Lied. Komm an Bord, wir haben alles mit. Hey. Schwarze Yacht im Wasser. Vodka Tropicana. Paar Maschinen mit mir. Ich muss ja sagen, so vom Album... waren für mich auch sowas wie 5 Palms. Boah, diese völlig Kranken, die einfach nur nach vorne gingen, ne? Das waren für mich im Nachhinein so die besten Songs da drauf, ne? Ich weiß nicht, ich mag das. Ich mag diese Dynamik, diese Energie da drin, diese Power, wisst ihr? So, das ist nichts, was mich runterzieht oder weiß ich nicht was, so, sondern, ne? Ich komm mal sehr geil. Ich spiele mit der AK, Lieder wie Nirvana. Dunkle Prada, Brille, man kann uns nicht sehen. Okay, jetzt bin ich gespannt. Schwarze Yacht in Wasser, Vodka Tropicana. Warte mal, Barca, ne? Mit Barca gab's aber auch viel, ne? Da gab's, warte mal, hatte der nicht sogar in diesem einen fetten Hotel da oben sein Album geschrieben? Da, Digga, was ist das eigentlich alles immer mit Barca, Alter? Warum ist das so eine Connection? Hat das irgendwas, steht da irgendwie was im Buch oder irgendwie? Ach, der hat da kurz gelebt. Ah, okay, das würde natürlich, ja, die Treppe, dass die da steht und so weiter, das, das stimmt. Aber irgendwie müssen die ja auch dazu gekommen sein. Wisst ihr, was ich meine so? Keine Ahnung. Also, wenn er da gelebt hat, dann macht das Sinn. Dann macht das erst recht. Ich komm auf Ideen. Okay, komm her. Und sie tanzen Banda, so. Hasta la mañana. Okay. Das ist voll mit Droga, ich höre die Sirene. Ich dachte gerade, das wäre Kapi. What the fuck? Hasta la mañana. Ah, wie geil ist das denn? Die kommen jetzt gerade auch zu den Treppen, ne? Das sind die Palmas Plastiktreppen. Ah! Da habe ich aber gerade noch nicht, da habe ich aber nicht aufs Video. Guck mal, da ist noch High und Hungrig 3. Hasta la mañana. Klasse ist voll mit Droga, ich höre die Sirene.
Sattler Maghribi, brauch ein Alibi, höre in der Nacht sirenen. Safraoui als Erster. Das ist Safraoui, ne? Ich bin jetzt langsam drin in den Stimmen, ne? Okay. Im Paradies, doch mein Mechakin sind gekriegt von der Hand. Kopf hoch in mein Barrio, Auto kämpft ums Überleben. Und so wie Sicario, mach noch Fluss mit bisschen Schnee. Valentino made in Italien. Und Jamal danach. Soll ich ehrlich sein? Ich finde die beiden, also jetzt entweder Safraoui oder Jamal, irgendwie schon geiler als was Raff in der Hook gemacht hat. Fuck. Ich bin aber auch Fans von deren Stimmen, ne, muss ich sagen. Fuck. Das allein schon. Hä? Waren das ja... Nein, sag mir jetzt nicht, das ist alles. Bro, was? Ey, mit der AK, Lieder wie Nirvana. Was? Prada-Brille, man kann uns nicht sehen. Schwarze Yacht im Wasser, Vodka Tropicana. Paar Maschine mit mir, ich komm auf Eden. Also ganz kurz, ich würde das so interpretieren, wie die halt zu diesen Treppen gehen, ne? Dass die sozusagen in den Kosmos aufgenommen werden. Keine Ahnung, Alter. Aber wie, was war das? Wie kurz waren die Parts? Da ist ja niemand anderes dabei gewesen. Also ich meine, ja, okay, Safraoui, Jamal, in Ordnung, kann man streiten, ne? Aber in Ordnung, nimmt man die zwei von denen. Aber so kurz, das waren ja vielleicht 4, vielleicht 6 Zeilen oder so? Wenn es hochkommt, 6 Zeilen, jeder vielleicht, so 12 Zeilen zusammen. Och Mann, das war schade, Alter. Das klang richtig, richtig geil, Mann. So kurz! Ja, was ist so geil, ne? Ich habe gerade hier jemanden gelesen, ich kann diese Dancehall-Richtung nicht mehr hören. So, das Ding ist ja, es ist ja nicht wirklich Dancehall. Also, wenn du daran denkst halt, dann ist Dancehall bei weitem langsamer, bei weitem, ne? Was du meinst, ist eher Afro-Trap. Du meinst, Afro-Trap kannst du nicht mehr hören. Und das kann ich verstehen auf eine gewisse Art und Weise, weil bei Afro-Trap ist halt immer diese Rim, die halt die ganze Zeit, ne, dieses ne, die ganze Zeit dieses macht. Und ich kann verstehen, dass man jetzt nach 5 Jahren oder weiß nicht wie lange so keine Lust mehr darauf hat. Es kommt aber ja langsam was Neues dazu. Nämlich, ne, wie gesagt, dieser Bass. Dieser Bass, der dazwischen droppt und der das Ganze so ein bisschen in diese Ghetto-House-Richtung bringt. Weißt du, was ich meine? So, und das ist ja, ne, da kommt hoffentlich immer mehr. Und ich hoffe auch, dass diese Afro-Trap-Geschichte so ein bisschen vielleicht noch weniger wird, dass das halt ein bisschen mehr synergiert so. Und vielleicht nicht mehr den Leuten auch auf den Sack geht. Aber ja, das ist halt dieser Marseille-Sound eigentlich im Endeffekt, ne? Und viel kannst du daran nicht ändern, weil das ist halt einfach, das ist so, als würdest du sagen, ja, ich möchte bei Drill diese Dynamik, diese Rhythmik von diesen Hi-Hats rausnehmen. Das kannst du ja nicht machen, dann hast du ja nicht mehr diesen Drill-Vibe, weißt du? Das ist schwierig. Dann ist es vielleicht einfach nicht deins. Sag Valentino, made in Italia, das gute Dominikaner, mein Shooter sorgt für nur Drama, ole, ole. Also, sorry, aber das verstehe ich nicht. Ist mir zu kurz. Also, sage ich ganz ehrlich, geiler Part von Raff gewesen, hatte geile Energie. Hook hatte mich nicht so ganz abgeholt. Erst recht nicht, als ich danach Safraoui und Jamal gehört habe. Jamal, der hätte für mich, das war für mich die Hook, Alter. Allein schon mit diesem Wall, ole, ole, ne? Hätte ich irgendwie, weiß ich nicht, mehr gefeiert. Wenn dann zum Beispiel, ne, er die Hook gemacht hätte, so, weiß nicht, keine Ahnung. Aber gut.